Hallo und willkommen zur ersten Bonusaufnahme von The Legend of Zelda, The Wind Waker, genau. Und wir sind letztes Mal hier drin stehen geblieben und mir kommt das Mikrofon momentan wieder so viel zu laut vor. Vielleicht mache ich es mal wieder ein bisschen weg von mir. Ich bin hier letztes Mal haben wir die letzte Folge gehabt und ich habe gesagt, es gibt zwei Bonusfolgen. Und in der ersten Bonusfolge gucken wir uns natürlich noch an, was, ja, das ganze Galeriegedöns hier, das gucken wir uns jetzt noch an. Das werden wir uns durchlesen. Ich werde aber ein bisschen schnell durchgehen, weil sonst werden wir da echt lange dranbleiben. Und die zweite Bonusfolge kommt noch. Ich probiere jetzt was aus und zwar folgendes. Es ist momentan heiß in meinem Zimmer und ich habe mir jetzt so einen Luftventilator oder so gekauft. Oder nicht Ventilator, sondern diese Stangen da, kennt ihr die da so die Luft zirkulieren. Und der ist jetzt direkt hinter mir. Und da möchte ich mal wissen, wie laut das ist, weil in dieser Bonusfolge ist mir das relativ egal, wenn das dann ein bisschen vom Arsch ist, ja. So, und das zweite ist, zweite Problem ist, vielleicht drehe ich das mal ein bisschen weiter runter. Ah, ja, so. Das zweite Problem ist, das zweite Problem ist, ich habe mir jetzt einen Zahn ziehen lassen und das finde ich immer noch ein bisschen traurig, weil es ein echt schöner Zahn war. Aber den habe ich mir jetzt ziehen lassen müssen. Und ich möchte wissen, wie ich mich jetzt ein bisschen anhöre damit. Ob ich mich anders anhöre, aber ich glaube eher nicht. Den habe ich mir ziehen lassen müssen, weil ich werde meine Zähne ein bisschen mehr zusammenschieben. Denn ich habe ein bisschen schiefe Zähne gehabt, also nicht extrem, aber jetzt werden die quasi schön gerade, weil die Lücke gefüllt wird und so. Also der Zahn wird dann nicht mehr auffallen, dass er fehlt. Aber er fehlt jetzt gerade und ich spüre es und ich habe noch ein bisschen Aua-Bubu. Und jetzt gucken wir uns das an. Und ich würde sagen, ich würde das gerne mal ein bisschen anders machen, denn ich würde sagen, wahrscheinlich ist es Standard, dass man hier so durchgeht, ne? So la 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 la. Oder andere fangen halt da an und gehen dann so la 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 la. Nee, wir machen das mal in der richtigen Reihenfolge. Und das heißt für mich, wir starten mal im Präludien. Danach geht's zu Portemonnaie. Nee, eigentlich zur verwunschenen Bastion. Egal, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Und zwar fangen wir hier jetzt mal in der richtigen Reihenfolge an. Hier haben wir so eine kleine Krabbe. Und ja, wir gucken uns da nicht allzu viel an. Wir lesen uns immer die Erklärung. Krabbe, Herkunft, unbekannt, besondere Fähigkeiten, Seitwärtsgang, eine Krabbe. Ja, das war ja schon mal easy. So, wer bist denn du? Das ist ja der Feldarbeiter Masao. Herkunft, Präludien, Charakter, sorglose, frohe Natur. Beim Arbeiten lässt er sich gerne etwas ruhiger angehen, sodass seine Wiese immer mit Unkraut überwuchert ist. Da ist er ständig am Mähen. Er ist ein ziemlicher Angsthase und schon das kleinste Geräusch reißt ihn nachts aus dem Schlaf. Außerdem sucht er noch eine Frau. Der Arme. Lonely Forever. Ja, das ist Yabu Yabu. Yabu, Herkunft Ichthusk, Hüter des Wassers. Kann nur Hyrulisch? Sodass völlig unklar ist, was er eigentlich sagt. Ach, ja gut, das ist eine gute Info. Vater Orga, Herkunft Präludien, besondere Fähigkeit, Schwertkunst. Strebte in den jungen Jahren den Werdegang eines Schwertmeisters an, musste aber aufgrund einer Verletzung nach Präludien zurückkehren und wurde Fischer. In seinem Zimmer findet sich aber ein kleines Andenken an die Zeit, als er auf den Pfaden der Schwertkunst wandelte. Eine Partnerin an seiner Seite hat es in seinem Leben nie gegeben. Trauriger alter Mann. Tschück. Vater Orca, Herkunft Präludien, Charakter stockernst. Wird auf Präludien auch scherzhaft als wandelndes Lexikon bezeichnet. Sein Wissen könnte ganze Bände füllen und sein Intelligenzquotient ist astronomisch. Allerdings ist er nervlich ein wenig labil und charakterlich das genaue Gegenteil von seinem jüngeren Bruder, der im Erdgeschoss wohnt. Überraschenderweise soll er aber in jungen Jahren den Weg der Schwertkunst angestrebt haben. Dim, 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 dim. Vasha, Herkunft Portemonnaie, Charakter ernst und gewissenhaft. Sie lebte lange in Portemonnaie, zog jedoch schließlich nach Präludien, da sie sich Sorgen um ihren Großvater Vater Orca machte. Sie ist eine unermüdliche Arbeiterin und man sieht sie von morgens bis abends Wasser mit ihrem Lieblingskrug auf den Kopf transportieren. Möwe, Herkunft unbekannt, besondere Fähigkeit, vogelfrei. Sie genießt ihre Freiheit über den großen weiten Meer, die für sie wahrlich grenzenlos sein muss. Sie ist vollkommen verrückt nach Putt-Putt-Früchten und vergisst sich selber, wenn sie diese zu fressen bekommt. Aha.
Ariel, Herkunft Preludien, Charakter, familienverbunden, freundlich. Die kleine Schwester von Link und beliebt bei allen im Dorf. Sehr lebenslustig und aufgeweckt. Ihr größter Wunsch ist es, schnell groß zu werden, damit sie ihrer Großmutter beim Wasserschöpfen helfen kann. Ihr Schatz ist ein Fernrohr mit dem Bilder einiger Möwen. Achso, mit den Bildern einiger Möwen, ja klar, auf dem Fernrohr drauf, ne? Kann ich mir so angucken. Da sind sie, die Möwen, auf dem Fernrohr. Ist das eigentlich... Ja, da sind sie auch drauf, ne? Zick. Großmutter von Link. Herkunft Preludien, Charakter manchmal etwas zu besorgt. Sie zieht ihre zwei Enkelkinder liebevoll auf und ist zudem eine großartige Köchin. Besonders ihre Suppe ist vorzüglich und die Basis einer gesunden Ernährung. Manchmal erlaubt sie sich aber einen kleinen Spaß mit Link und spielt ihm den ein oder anderen Streich. Ist das eine kleine Prank-YouTuberin, oder? Zack. Wildschwein, Herkunft unbekannt, besondere Fähigkeit im Erdreich graben. Es ist vor allem auf den Wiesen Preludiens heimisch und vollkommen verrückt. Nach Universalfutter, sodass er nach dessen Verzehr vor Freude gar im Erdreich gräbt. Rose, Herkunft Preludien, mag am liebsten Tiere. Mutter von Trill und Teal, sie ist die Natürlichkeit in Person und eine sehr herzliche Mutter. Kommt ihr mal in Not... Kommt ihr mal eine Notlüge über die Lippen, überspielt sie diese meist mit einem Lachen. Brupp, brupp. Abraham, Herkunft Preludien, das Wichtigste im Leben, seine Familie. Verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seinen jungen Jahren war er dank seinem Charme und seiner tiefen Stimme bei weiblichem Geschlecht höchst begehrt. Dann begegnete er aber seiner jetzigen Frau, die sich auf den ersten Blick in ihn verliebte und so lange nicht locker ließ, bis er ihre Gefühle schließlich erwiderte. Er und Rose sind jetzt ein sehr glückliches Paar. Das sieht mir aber nicht so glücklich aus, um ehrlich zu sein. Brumm, dumm. Trell, Herkunft Preludia, mag am liebsten Äste. Er träumt davon, schnell groß zu werden, um auch so mühelos von Stein zu Stein zu springen zu können wie Link. Es ist Tills großer Bruder und beide kommen sehr nach ihrem Vater. Brumm, brumm. Till, Herkunft Preludien, besondere Fähigkeit, Nase hochziehen. Er ist wahnsinnig neugierig und sagt immer sofort, was er denkt. Manchmal kann er einem mit seiner Art aber auch ganz schön auf den Schlips treten. Er ahmt gerne seinen großen Bruder Trell nach. Das ständige Hochziehen seiner Nase scheint er übrigens mit Absicht zu machen. Ah, kenne ich die Kinder. Dann haben wir schon den ersten Raum. Guck mal, so schnell geht's und ich komme langsam wieder rein ins Lesen. So. Das Let's Play ist ein ständiges, ich kann nicht mehr lesen, ich kann wieder lesen, Let's Play. So, dann wäre ja eigentlich die nächste Reihenfolge nach Preludien, wäre ja eigentlich quasi gleich die verwunschene Bastion. Da sehen wir natürlich gleich die ganzen Endgegner, aber ist mir ja wurscht. Und ja, da gehen wir jetzt auch von links nach rechts, ja. Zack. Badum. Schattengarde, Heimat, der Turm der Götter, Beute, Ritterwappen. Seine Ritterrüstung ist absolut undurchdringlich. Als einzige Chance bleibt nur, ihm hinten seine Schale abzuschlagen und ihn so seine Panzerung zu berauben. Ja, genau. Boah, die sehen richtig geil aus mit den Lichteffekten hier. Schattengarde, Heimat, der Terra-Tempel, Beute, Ritterwappen. Ein Ritter, der komplett durch seinen Rundschild und seine Rüstung geschützt wird, findet man jedoch eine Gelegenheit, einen Spezialangriff zu landen, verliert er seinen Helm und damit ist sein Ende besiegelt. Ja, er sieht auch ultra... Also die sehen schon geil aus hier in dem Raum, wie die glänzen einfach. Die sind schon mega. Ja genau, das sind dann die speziellen. Nimbusgarde, Heimat, das Schloss von Hyrule, Beute, Ritterwappen. Der Kommandant aller Gardisten trägt einen Mantel. Kommt man nicht an seine Rüstungsschnalle heran? Trägt einen Mantel. Kommt man nicht an seine Rüstungsschnalle heran? Also muss man diesen erst abschlagen oder verbrennen. Trägt er einen Mantel? Trägt er einen Mantel? So, ich dachte mir gerade, hä? Nicht so gut Deutsch. So, trägt er einen Mantel. Zack. Stahlfoss, Heimat der Terra-Tempel. Schwachpunkt, Schädel. Ein untoter Soldat, der einen gigantischen Streitkolben schwingt. Solange man nicht seinen Schädel zerschlägt, setzt sich sein Skelett immer und immer wieder zusammen. Brupp. Ja, die können wir auch. Genau, das ist ja Kurganon. Heimat Ganons Kastell. Wirksame Waffe, Lichtpfeile. Diese monströse Marionette ist Ganondorfs Lakai. Insgesamt macht sie drei Verwandlungsstufen durch. Doch allen ist mit den Lichtpfeilen beizukommen. Nicht wer wie wild um sich schießt, wird siegreich sein, sondern wer mit Bedacht eine günstige Stelle für seine Attacken sucht. Ja, ne, eine blaue Kugel. Zack. Brupp. Drupp.
Bannsiegelwächter Mordogaira, Heimat der Sephir-Tempel, wirksame Waffe Enterhaken. Er kann im Sand schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Zieht man mit dem Enterhaken seine Zunge zu sich, seine einzige Schwachstelle, eröffnet sich eine Attackmöglichkeit. Attackmöglichkeit, zack, brup. Carnivora, Heimat der verbotenen Haien, leibfressende Makarus. Eine dämonische Riesenschmarotzerpflanze, die im verbotenen Heim heimisch ist. Ihre wabbeligen Tentakel sollte man mit dem Bumerang durchtrennen, um ihr empfindliches Inneres freizulegen. Ach, da ist ja sogar ein kleiner Makarus drauf. Guck mal, das ist geil. Ja, die haben wir ganz zum Schluss geschossen. Goma, Heimat das Draco-Sanktorium, wirksame Waffe Greifhaken. Riesiges Schalenuntier, das in der Magma lebt. Solange nicht von oben ein massiver Felsbrocken oder etwas ähnliches auf ihn fällt, ist die Schale nicht zu knacken. Ja. Dumm. Genau, davon gab es ja 7. Octalus, Heimat die See, wirksame Waffe, Schuss- und Bogenwaffen. Ein legendärer Riesenkrake, von dem es im ganzen Meer nur 6 Exemplare geben soll. Nähert sich ihm ein Schiff, zieht er es in einen tödlichen Strudel hinein. Um einen Wassergrab zu entkommen, sollte man mit einem Schuss- oder Bogenwaffe all seine Augen ausschießen, bevor man in den Strudel untergeht. Genau, das ist eh, glaube ich, die extremste Variante. Bannsiegelwächter Jalhalla, Heimat der Terra-Tempel, Untergebene die Irrlichter. Der Herrscher über alle Irrlichter wirft man mit einem Spiegelschild einen gebündelten Lichtstrahl auf ihn, geht er zu Boden und man kann ihn packen und werfen. Ja, der fette Buddha da, zack, guck mal, ja, Ganon haben wir zuletzt, so, zack, brumm. Motula, Heimat der verbotenen Haien, wirksame Waffe, Dekoblatt, Schuss- und Bogenwaffen. Eine riesige Motte, die ekelhaften Flügelstaub verstreut. Reißt man ihr mit einer Schuss- oder Bogenwaffe die Flügel ab, ist sie aber noch nicht besiegt. Dann kommt sie nämlich eilig angelaufen und hetzt ihre Larven auf dich. Achso, ja genau, da gibt es ja 2 Varianten. Einmal die Flügelvariante, einmal die ohne. Vogel machen wir dann auch später. Zack, das war der spezielle Magier. Pyromagus Boss, Heimat der Zephir-Tempel, Magie, Feuer, Beschwörung. Ein hoher Magier, dessen Fertigkeit in der Beschwörsmagie meisterlich sind. Der einzige der Pyromagie, der auch andere Pyromagie beschwören kann. Phantom Ganon, Schweinchen. Moblin, Heimat, die verwunschene Bastion, Beute, Totenkopfkette. Er ist ein sehr starker Gegner, der Spiele mit seinem langen Speer umzugehen weiß. Mit diesem Angriff hat er Link unzählige Male auf dessen 4 Buchstaben geschickt. Mhm. Phantom Ganon, Heimat, die verwunschene Bastion, wirksame Waffe, Lichtpfeile, Masterschwert. Eine von Ganondorf erzeugte Illusion von sich selbst. Am besten schleudert man seine magischen Bälle mit dem Schwert zurück und bewirkt so einen Gegenschlag. Man kann seine Bälle aber auch mit einer leeren Flasche zurückschlagen. Das ist jetzt interessant. Ich weiß eigentlich nicht, ob das damals ein Bug war oder so. Und das jetzt quasi gagmäßig hier drin ist. Oder ob das wirklich, wirklich, wirklich eine Attacke ist. Oder ob das quasi, ne, könnte ja sein, dass das ein Bug ist, der im Original drin war, den sie hier nicht rausgenommen haben und jetzt diesen Text hinzugefügt haben, vielleicht. Ich weiß es nicht. Zack. Pyromagus, Heimat der Turm der Götter, Magie, Feuer, Beschwörung. Ein Magier, der außerordentlich auf den Gebieten Feuer- und Beschwörungsmagie bewandert ist. Er ahnt den nächsten Schritt seines Gegners voraus und teleportiert sich dementsprechend. Sobald er sich materialisiert hat, sollte man angreifen. Ach, da gibt es 2 Sorten, ist mir nie aufgefallen. Zack. Quartoxoma, Heimat der Turm der Götter, wirksame Waffe, Pfeil und Bogen. Mechanischer Gegner, den die Götter als Prüfung für den Helden bereitgestellt haben. Zuerst sollte man den Pfeil und Bogen die Zentren seiner Hände angreifen und danach seine Augen. So kann man ihn zu Fall bringen. Geht er zu Boden, muss seine Bombe in sein Inneres geworfen werden, um ihn zu zerstören. Seine Nase ist übrigens mit Pfeilen vollgestopft. Ja genau, aber kommt mal wieder Pfeile. Ja, Phantom Ganon, dann haben wir den Vogel haben wir noch nicht gesehen, ne? Der Geile. Zack, guck mal hier. Zack. Maskenkönig, Heimat, die verwunschene Bastion, Herr Ganondorf. Ein riesiger Vogel mit einer eisernen Maske. Zerschlägt man diese mit dem Stahlhammer, legt man damit seinen Schnabel frei. Ist seine einzige Schwachstelle. Ich habe heute ausnahmsweise mal nicht das Fenster zugemacht und ich bereue es, hier fahren 10.000 Motorräder vorbei. Zack. Blip. Ganondorf, Stützpunkt Ganons
Castell, wirksame Waffe, Lichtpfeile, Masterschwert. Er ist der Erbe des Triforces der Kraft und Befehlshaber über Horden von Monstern und Ungeheuern. Selbst für den heldenhaften Link ist es aussichtslos, sich ihm ganz alleine zu stellen. Er wird auf jeden Fall seinen Partner brauchen, um diesen Kampf zu überstehen. Er wird auf jeden Fall einen Partner brauchen, ne? Das ist auf Link bezogen. Zack, und Zelda, das haben wir schon gesehen. Genau, dann sind wir mit der verwunschenen Pastoren schon durch. Dann wäre das nächste, wäre dann Preludien, das ist glaube ich jetzt das Extremste. Ach ja. Also, zack. Minerva, Herkunft Portemonnaie, mag am liebsten Lichtbilder. War früher als Miss Portemonnaie eine Berühmtheit, als frühere Schönheitskönigin, etwa 40 Jahre her. Will sie auf keinen Fall gegen all die jüngeren Mädchen verlieren. Brunhilde, Herkunft Portemonnaie, ihr Sohn, der Seemann Eberhard, eine typische Frau mittleren Alters. Also, na gut, zack. Garrickson, Herkunft Portemonnaie, Charakter sehr leidenschaftlich. Auf einer weit entfernten Insel gibt es wohl eine Frau, die er abgöttisch anhimmelt und die unter seinem leidenschaftlichen Charakter zu leiden hat. Was seine Kleidung angeht, so versucht er sich jünger zu machen, als er es ist. Eine junge Dame auf einer anderen Insel. Wahrscheinlich unsere Großmutter. Zack. Anton, Herkunft Portemonnaie, Lieblingssport Kickboxen. In seinem Alter mag Spazieren gehen kein weit verbreitetes Hobby sein, doch er stählt damit seine Beine. Ach so. Doch trotzdem gibt es da in letzter Zeit ein Mädchen, bei dem er ganz weiche Knie bekommt. Ja genau, mit der geilen Friese. Also heute zu da ja sogar in sowas. Brup, brup. Kebop. Kebop. Herkunft Portemonnaie. Hassspruch, Dummheit und Rauch wollen doch hinaus. Sein Markenzeichen ist sein gelber Hut. Aus irgendeinem Grund scheint er von diesem Riesenrad und dem Leuchtturm der Stadt fasziniert zu sein. Die Lester-Schwestern. Sonja und Vera. Herkunft Portemonnaie. Hobby Klatsch und Tratsch. Das muss ja schon was über einen aussagen, wenn man als Figuren zusammengestellt wird, weil man immer nur dauernd aufeinander hängt und alles tratscht. Die beiden sind eigentlich die ganze Zeit nur im Klatschen und Tratschen. In letzter Zeit sollen sie insbesondere von Immanuel Kofka ganz hingerissen sein. Das Herz zum Schluss, das macht's. Sam, Herkunft Portemonnaie, Lieblingsplatz, die Bank, von der aus er das Meer betrachten kann. Seiner Meinung nach macht Hass nur unglücklich, ergo lebt er mit seinem sonnigen Gemüt auch eher in den Tag hinein. Außerdem ist er eines der Mitglieder der Freiwilligen Gesellschaft für Glück und Frohsinns. Lilian, Herkunft Portemonnaie, Arbeitsplatz, Kaffeebar. Da ihr Vater schwer erkrankt ist, hat sie für ihn seine Bar übernommen. Früher hatte sie einen Freund, doch dessen Identität hält sie unter allen Umständen geheim. Das könnte man alles vielleicht rausfinden, ich weiß es gar nicht. Kossack, Herkunft Portemonnaie, Charakter Hasenfuß. Über ihn gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ah, Hasenfuß halt. Zack. Brumm. Bombenverkäufer Haubitz, Herkunft Portemonnaie, Charakter überaus launisch. Er ist der einzige Bombenverkäufer weltweit, rühmt sich ein wahrer Magus des Schwarzpulvers zu sein und hat zudem eine exzentrische Frisur. Ich find's lustig, wie die böse Version von ihm lacht, während sie gefesselt ist. Zack. Brumm. Elixierbrauer Doc Emmett. Doc Emmett? Ist das ein kleines Easter Egg auf Dr. Emmett Brown? Es ist Doc Emmett. Okay, Herkunft Portemonnaie. Leibspeise Schleimchili. Die Erforschung des Schleims ist sein Lebenssinn. Der Stoff, aus dem seine Elixiere sind, ist das Schleimchili, das er sich gelegentlich auf den Tapseninsel besorgt. Er hält sich für einen wahren Künstler unter den Elixierbrauern und wartet nur auf die Küsse der Muse. Brupp. Ich habe schon irgendwie keinen Bock auf Skyward Sword, wenn mich dann alle 2 Minuten fei stört. Brupp. Edward, Herkunft Portemonnaie, hat keine Freundin seit 18 Jahren. Ich dachte, das wäre eine Frau. Ein Romantiker, der gerne den Nachthimmel betrachtet und mit seiner Sandkastenfreundin Linda Madame Maries Schule besucht. Ich dachte, das wäre eine Frau. Scheiße. Zack.
Seemann Gorm, Herkunft Portemonnaie, Lieblingsgewürz Pfeffer. Es ist unklar, wie er eigentlich zu seinem Geld kommt, aber nach für nach findet man ihn bei der Auktion. Für einen Seemann ist er wirklich ein ganz schöner Lebemann. Brumm, brumm. Seemann Estorik, Herkunft Portemonnaie, Traumberuf Künstler. Früher träumte er davon, ein Künstler zu werden und zu malen oder Skulpturen anzufertigen. Familiäre Umstände ließen ihn letztendlich Seemann werden. Aber er hat einen gesunden Kunstverstand und ist sehr empfindlich, wenn es um die Harmonie des Stadtbildes geht. Boah, wie viele Autos fahren denn heute vorbei? Verdammt, jemand, jetzt fängt er gleich zu. Seemann Eberhard, Herkunft Portemonnaie, Lieblingstier Schwein. Er hat kürzlich angefangen, sich ein paar Schweinchen zu halten und ist ihrem Liebreiz vollendens verlegen. Außerdem ist er der lebende Beweis, dass es etwas Wahres an den Worten dran sein muss, dass Haustiere und Herrchen sich immer ähneln. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Schweinchen. Zack, brumm. Seemann Kiaska, Herkunft Portemonnaie, kocht am besten Krebs. Er sieht auf den ersten Blick ziemlich zum Fürchten aus, ist aber in Wirklichkeit ein sehr freundlicher und von Grund auf guter Mann. Zudem weiß er auch noch jede Menge und erteilt bereitwillig und gerne Auskunft. Allerdings ist er auch ein Stimmungsmensch und manchmal zu üblen Scherzen aufgelegt. Linda, Herkunft Portemonnaie, beste Freundin Warscha. In letzter Zeit hat sich jemand in sie verguckt. Edward ist zwar ihr Sandkastenfreund, ihm gegenüber empfindet sie jedoch keinerlei romantische Gefühle. Oh. Ach so. Oh. Der arme Edward. Brumm. Dolores Vater, Herkunft Portemonnaie, Charakter kaum als gut zu bezeichnen. Er glaubt, er verfüge über einen sehr guten Kleidergeschmack. Eher könnte man seine Garderobe als unverwechselbar bezeichnen. Aber auch für Spitzenqualität und Accessoires ist er in höchstem Maße zu begeistern. Dolores, Herkunft Portemonnaie, mag am liebsten Liebe und Romantik. Ehemals ein armes Mädchen, das in die verwunschte Bastion verschleppt worden war. Beim männlichen Geschlecht kommt sie überraschend gut an und steht eher auf die etwas wildere Sorte von Mann. Sie hat seit einiger Zeit die Poesie für sich entdeckt und plant demnächst eine Gedichtband mit dem Titel Das Herz eines Mädchens herauszubringen. Genau, die hat man ja abend nie wirklich extrem gesehen, gleich wie... Sie hat man reich ja nie wirklich gesehen, außer kurz in der Cutscene. Felicitas, Herkunft, Portemonnaie, Charakter streng. Ehemals reiches Mädchen, das in die verwunschte Bastion verschleppt worden war. Seit sie verarmt ist, arbeitet sie am Marktstand von Portemonnaie, um den Unterhalt bestreiten zu können. Um ehrlich zu sein, ist sie wahrscheinlich eine der einzigen, die überhaupt arbeitet. Brumm, brumm. Felicitas Vater, Herkunft, Portemonnaie, mag am liebsten Geld. Ist leidenschaftlicher Sammler von Fleißner Porzellanvasen, da diese aber förmlich zum Kaputtmachen einzuladen scheinen, muss er ständig Schadensersatz eintreiben. Okay, ja, ein bisschen auf Link bezogen. Die ganz kleinen Sträuche, Herkunft Portemonnaie, erklärtes Lebensziel, Streiche, Streiche und nochmal Streiche. Sie rühmen sich, Portemonnaies einzige Straßenbande zu sein und auf ihren Namen, die ganz kleinen Sträuche, sind sie sehr stolz. Sie sind von links nach rechts, Ivan der Anführer, keiner klettert zu... Achso, sie sind von links nach rechts sortiert, okay. Also Ivan der Anführer, keiner klettert so gut auf Bäume wie er und als Anführer ist er immer... ist immer absolut Verlass auf ihn. Jay, der mit dem Fuchsblick sozusagen... Der Denker der Truppe. Sein vorlauter Ton ist sein Markenzeichen. Jan, mit den blauen Haaren, das süße Gesicht, ist trügerisch, denn die Wirklichkeit ist er in der Bande fürs Grobe zuständig. Johnny mit seiner Schweinenase. Er wuchs in den Borguis auf und hat einen üblen Charakter, denn heimlich schielt er auf den Posten des Anführers. Zu viert fürchten sie einfach nichts und niemanden. Okay. Brumm, brumm. Grand Madame des Glücks, Madame Marie, Herkunft Portemonnaie, Glückszahl dieses Jahr 20. Sie betreibt seit 20 Jahren eine Schule in Portemonnaie und ist ein herzensguter Mensch. Ihr Hobby ist das Sammeln von Glücksamuletten. Ihr Ziel ist es, ihre Schüler zu Individualität und Kreativität zu erziehen. Das mit Abstand individuellste an ihr ist aber ganz klar ihre Frisur. Zu viel lesen. Zack, brumm.
Mary und Shirley, Herkunft Portemonnaie, Spitzname die zwei Plappermäulchen. Irgendwie schaffen sie es immer, die neuesten Gerüchte Portemonnaies aufzuschnappen und da sage noch einer, Kinder seien die Unschuld. Wahrscheinlich sind das die Eltern. So. Es werden immer weniger. Zack. Die Rovolta, Herkunft Portemonnaie, besondere Fähigkeit tanzen. Jugendlicher, der davon träumt, ein großer und berühmter Tänzer zu werden. Tag und Nacht übt er unvermüdlich seine Tanzschritte am Grab seines Vaters. Oh, das ist ja traurig. Außerdem sucht er noch eine Tanzpartnerin. Oh, der Arme. Zack. Fotomeister Immanuel Kofka. Herkunft unbekannt. Charakter etwas undurchsichtlich. Wer Lichtbilder schätzt, schätzt auch ihn. Ein Meister seines Faches und aufgrund seiner etwas geheimnisvollen Art sehr beliebt bei den Damen Portemonnaies. Und schlussendlich. Wo ist denn jetzt meine Katze hin? Caddo? War der kurz? Ups. Hä, wo ist denn Caddo? Okay, Caddo liegt. Wo er noch nie gelegen ist. Standverkäufer Susunari. Herkunft eine sehr kalte Insel. Lieblingsspruch? Naja. Egal wie heiß es auch immer sein mag, er trägt auch im Sommer den Kapuzenmantel seiner Mutter und steht tapfer schwitzend an seinem Stand. Außerdem trägt er einen phänomenalen Schatz bei sich und dieses Jahr wird er bereits stolze 40 Jahre. So langsam wird es für ihn Zeit, unter die Haube zu kommen. Bam. Und jetzt geht meine Katze wieder raus. Wird sie ja bestimmt gleich nach draußen. So, zack, dann sind wir mit Portemonnaie fertig. Dann sind wir ja schon... Haben wir schon drei. Dann geht's eigentlich ins weite große Meer. Würde ich sagen. So, zack. Oh, da gibt's ja auch so viel. Mokko, Charakter eigentlich sehr freundlich, was er hasst, wenn man ihm seine Brille abnimmt. Er ist der Schlaueste in Tetras Trupp und berühmt für seine Erfindungen. Körperlich mag er schwach erscheinen, aber geistig ist er voll auf der Höhe. Und wagt man es, ihm seine Brille abzunehmen, dann muss sich selbst Gonzo für seine Rage in Acht nehmen. In seinem Buch hat er nämlich ein Messer versteckt. Okay. Zack, brumm. Nico, Charakter Strahlemann. Was er hasst, Deckschruppen. Er ist der Unterste in Tetras Mannschaftsanordnung und bekommt daher immer die Aufgaben zugeschoben, die sonst keiner machen will. Er ist noch sehr jung und kindisch und macht sich daher keinerlei Sorgen um die Zukunft. Dennoch hat er ein erstaunliches Verantwortungsgefühl. Zu Leuten, die hierarchisch unter ihm rangieren, ist er fair und brüderlich. Also Link. Zack. Suko, oh, cooler Name. Charakter Wortkarg. Besondere Fähigkeit Feuer. Er besetzt das Krähennest auf Tetras Piratenschiff und seine scharfen Augen sollen selbst Schilder noch auf einen Kilometer Entfernung lesen können. Dummerweise ist er ziemlich wortkarg und selbst wenn er es sagt, ist es so genuschelt, dass die anderen nicht viel von ihrem begnadeten Ausguck wart haben. Also er sagt nichts. Gut, zack. Narzo, Charakter, besondere Fähigkeit, nähen. Er vermag Tetras Wünsche von ihren Lippen abzulesen und ist ihr bevorzugter Ratgeber bei Problemen. Somit ist er wohl die wahre Nummer 1 in ihrer Mannschaft. Brumm. Sinekra, Charakter, ruhig und offenherzig, besondere Fähigkeit, reden. Er ist in Tetras Piratenmannschaft für Wartungen und Reparaturen an ihrem Schiff zuständig. Er redet eher gemächlich und gelassen, doch ist er auch sehr redegewandt und wirkt überzeugend auf seine Gesprächspartner. Gonzo, Charakter ungeduldig und jähzornig, mag am liebsten Captain Tetra. Als Nummer 1 in Tetras Piratenmannschaft und aufgrund seiner imposanten Statur hält man ihn für einen rauen Hadegen. Aber in Wirklichkeit ist er ein eher weinerlicher Typ und hat irgendwie nicht alle Muchmeln beisammen. Brumm, brumm. Tetra, Charakter, auf den ersten Blick ein scheinbar hartes Mädchen, hat aber einen weichen Kern. Als ihre Mutter starb, beschloss sie, deren Nachfolge anzutreten und Kapitän zu werden, da ihre Mannschaft große Stücke auf ihre Mutter hielt und ihr treu war. Sie ist auf der Suche nach dem legendären Schatz der Meere. Dum, bum, bum. Neptunus, Herkunft Meer, Charakter aufrichtig. Er soll nach aus früheren Tagen in der Schuld des Roten Leuenkönigs stehen. Deswegen hilft der Link auch, indem er sozusagen ein Informationsfischnetz für ihn aufgebaut hat. Allerdings sind dessen Informationen manchmal etwas zweifelhaft.
Er leidet seit Ewigkeiten an einer schlimmen Flossenverspannung und die Tatsache, dass er sich ständig im kalten Wasser unterkühlt, macht es auch nicht besser. König von Hyrule. Er war nicht in der Lage, sein Königreich Hyrule von den Übergriffen des Bösen zu beschützen und musste dessen Geschick letztendlich in die Hände der Götter legen. Er tritt in die Gestalt des Roten Leuenkönigs auf. Sein Name ist Daphnos Johansos von Hyrule und diesem würdevollen Klang wird er in Person allemal gerecht. Genau, warte, König? Schöne König? Ja, das ist die Link-Statue, genau, die haben wir gelesen. Brupp, letzte Folge im LP. Tuck, nein, tuck, brupp, nein, tuck. Prinzessin Zelda. Sie ist die rechtmäßige Thronerbin des Königshauses von Hyrule und die wahre Identität der Piratenkapitänin Tetra. Brumm, brumm, brumm. Touch und Co. Herkunft Treppsteginsel. Besondere Fähigkeit, Schätze aus dem Tiefen des Meeres bergen. Als sie eines Tages unverhofft einen Schatz in den Tiefen des Meeres fanden, gründeten sie kurzerhand Touch und Co. Von ihrem ersten Schatz konnten sie sich aber nicht viel mehr als ein Set Taucherglocken kaufen. Und nun haben sie es auf den legendären Schatz abgesehen. Also, deswegen haben sie kein Gewand. Dumm. Salvador. Herkunft Portemonnaie. Besondere Fähigkeit malen. Er wollte früher Maler werden, doch diese Phase währte nicht lange und er kehrte wieder nach Hause zurück, wo ihm dann die Idee für seinen jetzigen Beruf kam. Kurzzeitig boomte sein Geschäft dermaßen, dass er sogar zu einer eigenen Insel kam und eine Ladenkette hatte, doch der Boom flaute eines Tages wieder ab. Kurzzeitig grübelte er verbissen über neue Geschäftsideen nach. Der Seemann Geronissimo, Herkunft Portemonnaie, fürchtet sich vor Neptunus. Er verdient sich tagsüber seinen Lebensunterhalt als Betreiber des Natrodoms im Südosten. Nachts gönnt er sich gerne einen guten Kaffee in der Kaffeebar Portemonnaies. Bum, 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 bum. Terry, Herkunft unbekannt, mag am liebsten Insekten, vor allem Hirschkäfer. Er ist ein geborener Händler und sein Geschick im Umgang mit Kunden ist branchenprägend. Jedes Mittel ist ihm recht, um seine Kunden seine Waren aufzuschwatzen. Sein großer Traum ist eine Ladenkette. Tingle, Herkunft unbekannt, mag am liebsten verschlüsselte Karten entschlüsseln und Feen. Er hat überhaupt erst mit dem Entschlüsseln von Karten begonnen, weil er das Volk der Feen treffen will. Doch seitdem ist es sein liebster Zeitvertreib. Leider hat er auch einiges auf seinen Reisen verloren. Er ist ständig damit beschäftigt, Reisekapitel für seine Expedition zum Volk der Feen aufzutreiben. Er wollte unbedingt noch in seinen 30ern in See stechen, weshalb seine Expedition auch etwas überstürzt war und er jetzt mit 35 Jahren eine gewisse Nervosität verspürt. Brumm. Jingle, Herkunft unbekannt, Lieblingssprung, wenn schon, denn schon. Tingles jüngerer Bruder und Zwilling von Swingle. Seit ihm sein älterer Bruder das Entschlüsseln von Karten beigebracht hat, unterstützt er ihn treu. Doch nur in den Momenten, in denen er das Blumenbeet pflegt, blüht er zu seinem wahren Selbst auf. David Junior, Herkunft Portemonnaie, Beruf Schatzsucher. Hä, also das ist gar kein Bruder von denen, oder wie? Er machte sich im Alter von 17 Jahren mit dem Fluss seines Vaters David auf, um das Geisterschiff zu finden, von dem ihm sein Vater immer berichtet hat. Er wurde aber sofort schwer seekrank und strandete auf Tinges Insel. Jingle sagt immer zu ihm, bevor du auf Schatzsuche gehst, stähle erstmal deinen Körper. Und so dreht er Tag ein, Tag aus am Turm und stellt sich. Nur die Garderobenauswahl sagt ihm ganz und gar nicht zu. Also, das ist einfach gar kein Bruder. Der hat einfach keinen Bock. Merkt man aber auch, weil guck mal. Die haben ja das berühmte, ne, die sehen ja gleich aus, genau. Die haben ja das berühmte Muttermal und den Schnauzer. Oder Schnauzer? Haben die einen Schnauzer? Ja, das Unterbärtchen. Obwohl, das hat er sogar auch. Aber er hat kein Muttermeilchen. Und das ist ja der blaue Tingle, der versteckte Swingle. Herkunft, Beruf, Holzbildhauer. Tingles jüngerer Bruder und Zwilling von Jingle. Er baute den Jingle-Turm im Alter von 10 Jahren, in dessen Spitze befindet sich ein Atelier. Es heißt, er hätte sich große Sorgen gemacht, ob das Figurenset ohne seine Figur überhaupt komplettiert werden kann. Ah, oben drin ist quasi so eine Wohnung, die würde ich gerne sehen.
Fritz Google, Herkunft unbekannt, mag am liebsten sein Fernrohr. Nachdem er seinen Beruf an den Nagel gehängt hatte, wurde er durch eine Begegnung mit einem Fernrohr erleuchtet und bereist seitdem die Welt. Mit einem Fernrohr gibt es beinahe unendlich zu entdecken und genau nach diesem Credo lebt er auch. Mhm. Fliegender Händler, Herkunft unbekannt, Lieblingsspeisen Felsen. Er ist auf der Suche nach raren Waren und damit seinen eigenen Stand zu eröffnen zu können. Keiner weiß, woher er kommt und wohin er geht. Ja, es sind halt Goronen. Oder ist das einer? Oh, die sind gedreht. Feenkönigin, Herkunft Feenkardinal. Besondere Fähigkeit, speist die Kräfte von Feuer und Eis in Pfeil und Bogen. Sie hat den Körper eines Kindes, doch ihre Persönlichkeit ist noch großartiger als die der großen Feen. Sie ermöglicht es Link, auch Feuer- und Eispfeile zu benutzen. Boah, die ist auch so geil glänzend, ne? Sie ist echt auch eine geile Figur. Ich muss da unten zu meiner Katze gucken. Die glänzt auch so cool. Blub. Große Fee, Herkunft diverse Inseln, besondere Fähigkeit, vermag zu neuen Kräften zu verleihen. Sie vermag es, einen Helden mit mehr Kräften auszustatten. 7 von ihnen verstecken sich, jede in einer Meeresregion. Blub. Und schlussendlich eine Fee. Fee, Herkunft unbekannt. Erster Eindruck, gut. Sie ist ein Schutzengel und rappelt einen wieder auf, wenn man im Kampf zu Boden geht. Man kann sie auch praktischerweise in eine Flasche mitnehmen. Ja, dann haben wir den Ozean. Das war eigentlich auch einer der längsten Sachen. Okay, also haben wir. Dann wäre es ja nach dem Ozean eigentlich Draconia. Wie viel sind es in Draconia? Fringil, Herkunft Draconia. Er macht sich jede Menge Sorgen um Draconia, die Götter und die Welt. Arbeiten hat ihn zum Beispiel noch nie jemand gesehen. Ach, das ist ja ein Fleißiger dann. Blub. Annas, Herkunft Draconia. Charakter sanftmütig. Irgendwie scheint er immer sehr beschäftigt zu sein. Okay, die gehen ja relativ schnell. Blub. Sketch und Gag, Herkunft Draconia, Beruf Leitgabe des Stammesführers. Sie sind unbestritten die fähigsten Kämpfer aller Orni und somit präsentiert für die Leibgarde des Stammesführers. Dass die beiden gerne und oft einer Meinung sind, geht wohl darauf zurück, dass sie sich schon von Kind auf kennen. Kathartes, Herkunft Draconia, Beruf Post sortieren. Er ist Postbeamter in der 3. Generation und auch davor schon sollen seine Ur-Urahnen ganz der Post verschrieben gewesen sein. Zack. Zoras war nicht Postboten, oder? Nee. Weit, Herkunft, Charakter sehr ernst. Er ist ernst und arbeitet gewiss... Nee, warte, der guckt, der sieht ja aus wie der Läufer, ne? Der Postbotenläufer. Ja, genau, der von Ocarina of Time. Zack. Bei Herkunft unbekannt, Charakter sehr ernst. Er ist ernst und arbeitet gewissenhaft, aber er liebt auch seine Mutter sehr und bekommt schnell Heimweh, wenn ihm alles ein wenig über den Kopf wächst. Link ist sein großes Vorbild. Okay, die gehen eh ganz schnell. Gyps. Herkunft Draconia. Ist besorgt, seiner Freundin nicht genug zu bieten. Er mag einen oberflächlichen Eindruck machen, verehrt in Wirklichkeit aber seine Freundin und ist ein guter und echter Freund, wie man ihn sich nur zu wünschen kann. Blub. Blub. Postbote Larsiel, Herkunft Draconia, Charakter pflichtbewusst und leidenschaftlich. Er ist sehr charakterstark und bei seinem Volksgenossen geachtet. Auch der Stammesführer vertraut auf seinen Rat. Bum, bum. Valo, Herkunft Draconia, Hüter des Himmels. Er lebt schon seit langer Zeit auf Draconia und beschützt das Volk der Orni. Er spricht nur Hyrulisch und außer seiner Maid Medoli kann ihn bei den Orni niemand verstehen. Syphos und Zyklos, Herkunft Draconia. Zwei Götterbrüder, die über den Wind herrschen. Zwei leicht zu begeisternde Götterbrüder, denen Link das Lied des Windes und den Kanon des Sturms verdankt. Gaurau, Herkunft Draconia, Beruf Postbote, zuständig für Portemonnaie. Wenn alles glatt läuft, ist er die Ruhe in Person. Gibt es jedoch Probleme, verliert er schnell die Geduld und vergreift sich auch schon mal ziemlich im Ton. Außerdem hat er ein erschreckend schlechtes Personengedächtnis. Also gut für einen Postboten. Zack. Brupp. Bika, Herkunft Draconia, Charakter stets besorgt. Eigentlich gibt es nichts Besonderes über ihn zu sagen. Brupp. Brupp. Mikronis und Axibit, Herkunft Draconia, Beruf Wachmänner.
Sie sind todernst und somit die idealen Wachmänner. Wenn man sie anspricht, plaudern sie offenherzig über dies und das, was sich auf Draconia so zuträgt. Genau, das sind ja die Spieletypen. Orville, Herkunft, Portemonnaie, Hobby, Verkleiden. Der ältere von zwei eigenwilligen Brüdern, deren Bewunderung für das Volk der Orni sogar zu weit geht, dass sie den sogenannten Vogelmann-Wettstreit ins Leben gerufen haben. Und das ist der Bruder. Willibur, Herkunft, Portemonnaie, Hobby, Verkleiden. Der jüngere von zwei eigenwilligen Brüdern, die beide gewöhnliche Arbeiter im Portemonnaie waren, bevor ihre Liebe für den Himmel sie in Orni-Verkleidungen stüpfen ließ. Ah, sieht das gar. Doch, das sind auch Orni. Warte, zack. Nochmal. Herkunft Portemonnaie. Ach so. Ja, Portemonnaie. Ah, habe ich ja nicht aufgepasst. Das sind gar keine Vögel. Die haben sich live verkleidet. Ach ja, macht der Sinn. Guck mal. Wenn er so einen Hut auf. Der Ihnen das, also das, der Hut ist mir schon aufgefallen. Ach so. Also können die gar nicht fliegen? Können die gar nicht fliegen? Brumm, brumm. Der Stammesführer, Herkunft Draconia, Oberhaupt des Volkes, der Orni. Er ist ein gütiger und geachteter Anführer. Aufgrund seiner Position gibt er sich seinem Sohn gegenüber etwas distanziert. Im Inneren seines Herzens aber sorgt er sich um ihn, wie jeder andere Vater auch. Brumm, brumm. Komori, Herkunft Draconia. Seine Großmutter war für ihn alles. Anfangs war er ohne Selbstvertrauen und sehr in sich gekehrt. Dann Klink aber fasste er Mut und wuchs zu einem bemerkenswerten jungen Mann heran. Ja, in wahrscheinlich einem Jahr. Zack. Brupp. Brupp. Lart, Herkunft Dorf der Zora. Die Weise vom Volke der Zora, die ihre Gebete im Terra-Tempel darbrachte und so dem Masterschwert die Stärke gab, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Medoli, Herkunft Draconia, Charakter treu und aufopferungsvoll. Als Maid des großen Valu ist sie immer mit ganzem Eifer bei der Sache, hat aber auch eine leicht tollpatschige Seite an sich. Ihr größter Schatz ist ihre Harfe, die sie stets auf den Rücken trägt. Ja, dann haben wir die Draconianer gesehen. Mein Hals. So, dann fehlt eigentlich... Eigentlich fehlt nur noch die Höhle und ja, zum Schluss machen wir dann Topiar, weil da sind wir auch gerade. Armos, Heimat der Turm der Götter, wirksame Waffe, Pfeil und Bogen. Eine kleine Steinstatue, die sich wie ferngesteuert auf ihre Opfer stürzt. Schießt man ihr einen Pfeil ins Auge, kommt sie zum Stillstand. Dies sollte man dazu nutzen, ihr von hinten einen Schlag auf den Kristall auf ihren Rücken zu verpassen. Das sieht auch wieder geil aus hier, ne? So sehen die nicht in echt so geil aus. Brupp. Armos Ritter, Heimat der Turm der Götter, wirksame Waffe, Bomben. Eine Mecha-Statue, die zur Abwehr von Eindringlingen gebaut wurde. Um sie außer Gefecht zu setzen, muss man eine Bombe in ihren Rachen versenken. Genau. Klethula, Heimut der verbotene Hain. Es hasst Dekoblätter. Diese stacheligen Gräuler greift immer in Herrschern an und hängt sich an seine Opfer wie eine Klette. Mit einer Wirbelattacke kann man sie ihrer aber entledigen. Auch sind sie leicht genug, um mit einem Dekoblatt von dannen gewirbelt zu werden. Irrlicht, Heimat der Terra-Tempel, Spezialangriff, Klammern. Da es sich zu einem paraphysische Erscheinung handelt, ich bin ein Idiot, da es sich um eine paraphysische Erscheinung handelt, sind alle physischen Attacken wirkungslos. Doch wirft man mit einem Spiegelschild einen gebündelten Lichtstrahl darauf, materialisiert es sich. Zack. Zu viel lesen. Ah, das geht echt auf den Hals, das glaubt er gar nicht. Remort, Heimat, der Terra-Tempel. Er hasst den Spiegelschild. Ein Untoter, der tief im Inneren der Erde beheimatet ist. Sein eiskalter Blick lässt seine Opfer hilflos vor Angst erstarren. Gelingt es dir jedoch, ihn abzuschütteln, kannst du ihn von hinten angreifen. Achso, von hinten? Na gut zu wissen. Zack. Kyork. Jetzt muss ich gehen.
Georg, Heimat die See. Er hasst Schuss- und Bogenwaffen. Ein wahrer Attentäter des Meeres, der überall auf See anzutreffen ist. Bevorzugt greift er dich von vorne an. Es empfiehlt sich ein Angriff mit Pfeil und Bogen oder mit Bomben. Octorok, Heimat Tantopia. Die See hat ihn noch in keinem Teil gefehlt. Wenn man sich ihm nähert, taucht er nicht selten gerne ab. Doch wenn man die Brocken, die er einem entgegenspeit, mit Schwert und Schild zurückschlägt, hat man ihn leicht besiegt. Die Dinger hasse ich. Killeronus, Heimat die See. Er hasst Schuss- und Bogenwaffen. Fliegendes Fischungedüm, das in Schwärmen ausschließlich auf See lebt. Um zu verhindern, dass sie dein Boot rammen, empfiehlt ein Angriff aus der Entfernung mit Pfeil und Bogen. Ja, den fotografieren wir auch nicht lustig. Zack. Gargorak, Heimat das Draco-Sanktorium. Beute Goldfedern. Ein lästiger Geselle, der manchmal auch Goblins und Moblins anschleppt. Mit den Greifhaken kann man ihn seiner Goldfeder berauben. Petiblin, Heimat die verwunschte Bastion, bevorzugte Angriffsvariante alle auf einmal. Dieser kleine Teufel bewegt sich wieselflink und kommt meist mit einer kleinen Herrschaft angewuselt. Am besten bekämpft man sie einzeln, bevor sie einem umzingeln. Schleim, Heimat überall, Beute Schleimchili. Kennt ihr das, wenn er gähnt und dann steckt euch die ganze Zeit mit dem Gähnen selbst an? Das habe ich gerade. Es gibt sie in den verschiedensten Farben und jede Unterspezies hat ihre eigene Besonderheit. Allgemein gilt aber wohl, dass ihnen mit Schuss- und Bogenwaffen am besten beizukommen ist. Ja, zack. Brupp. Killeranas, Heimat der verbotene Hain, Spezialangriff Wirbelschlag. Mysteriöse Lebensformen, die sich mit probellartigen Blättern durch die Luft bewegen. Man kann sie durch geschickten Einsatz des Dekoblattes oder durch Schuss- und Bogenwaffen zu Fall bringen. Plantagranda, Heimat der verbotene Hain, Beute Plantagranda-Samen. Sie bedient sich der Mimese als Plantahumba, um nichts Böses an den Wanderer anzufallen und zu verschlingen. Mit starken Angriffen wie beispielsweise einen Sprungangriff lässt sich ihr Stiel freilegen und so macht man sie für den Gnadenstoß verwundbar. Genau, zack. Ratte, Heimat der verwunschte Bastion, Leibfressen, Universalfutter. Sie kommt meist aus dem Nichts angewuselt und stibitzt einem frech ein paar Rubine. Ihre Unterspezies, die Krabbelratte, ist gar noch tückischer, trägt sie ihrem geschickten Pfoten doch noch eine Bombe mit sich. Ach, das geht ja wieder mehr. Flederbeißer und Feuerflatterer, Heimat das Draco-Sanktorium. Sie hassen Schuss- und Bogenwaffen. Eine Fledermaus... Abart, die gerne aus der Dunkelheit heraus angreift. Die Flatterratte, die gerne aus Magmalöchern herausgeschossen kommt, sind besonders gefährlich. Ja, zack, brumm. Bockgoblin, Heimat der verwunschenen Passion. Beute, Glücksamulett. Sein scharfes Haumesser ist ihm genauso recht wie eine klobige Keule. Hauptsache, diese kleine Teufel kann seinem Gegner viel Schaden zufügen. Und auch ohne Waffe schreckt er nicht vor einem Angriff zurück. Wahrlich, die durchtrieben Heid in Person. Brupp, brupp. Roter Tod und Blauer Tod. Heimat der Turm der Götter. Der stärkere von beiden, Blauer Tod. Der dämonische Flammenkreis des Blauen Todes macht alle Attacken kurzzeitig unwirksam. Mit einem Dekoblatt aber kann man ihm seinen feurigen Schrecken nehmen. Beim Blauen Tod auch? Weiß ich gar nicht mehr. Zack. Brupp. Terrorgrabscher, Heimat, die verwunschte Bastion. Charakter fühlt sich ziemlich einsam. Er packt dich am Kragen und eine Weile darauf befindet man sich plötzlich in einem ganz anderen Raum. Manchmal greift er sich auch eine Vase oder ähnliches und bewirft dich damit. Fühlt sich einsam, ist ja süß. Brupp. Menopendra, Heimat, das Draco-Sanktorium. Er hasst Wasser. Er hat einen besonderen starken Außenpanzer, der selbst gegen Magma völlig resistent ist. Nur das Auge ist ungeschützt. Hat er sich zusammengerollt, kann man ihn mit sich herumtragen. Ja, das. So, und dann gehen wir noch auf Tantopia und dann bin ich hier schon am Ende und meine Stimme ist heute für den Arsch. Weil ich hätte mir Wasser hier hinstellen sollen. Brupp. Steht hier eigentlich alles.
Oh ja, das sind nur Tipps. Ja, die Crocs sind gefühlt die uninteressant, das muss ich ehrlich zugeben. Tilitus, Herkunft Tantopia, gehört zu dem Waldgeistervolk der Crocs. Nach der alljährlichen Zeremonie auf Tantopia fliegen die Crocs in die weite Welt hinaus und pflanzen die Saat des Dekobaums, um neue Wälder zu züchten. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel 4 Regionen im Westen und 2 Regionen im Norden. Blub. Alnus, Herkunft Tantopia, gehört zu dem Waldgeistervolk der Crocs. Nach der alljährlichen Zeremonie auf Tantopia fliegen die Crocs... Okay, also... Das ist alles gleich. Quelkus, Herkunft Tantopia... Das ist gleich. Seine Zuständigkeit obliegt die Insel 4... Okay, die sind also alle gleich. Figurenmeister Minitendo, Herkunft unbekannt, Beruf Leiter der Minitendo-Galerie. Unbestritten der beste Figurenmeister der ganzen Welt. Allerdings durfte ihm noch nie jemand beim Anfertigen seiner Figuren zusehen, da er dies immer ganz nackt und wie zum Teufel besessen und umhertanzen zu tun pflegt. Er schreibt doch die Sachen selbst. Mani Asi, Herkunft Portemonnaie, mag am liebsten Figuren. Für gewöhnlich trifft man ihn eigentlich nur in seinen vier Wänden an, aber seine Begeisterung für die Minitendo-Galerie hat ihn doch nach draußen getrieben, um endlich offizielles Mitglied zu werden. Manny ist übrigens sein Nachname und das Asi steht für Augustus Commodus. Augustus Commodus. Ja, und hier ist der Octorok drauf. Oder, nee, wie heißen die doch? Octoroks waren das, glaube ich, ein Originaler. Genau, da brauchen wir die eigentlich alle gar nicht lesen, also das Weitere. Wir brauchen nur, das ist Jugalandus. Genau, ja, und die letzten Texte halt, die Region, aber bitte, die interessieren uns jetzt wirklich nicht. Das ist Sorbus. Ja, haben wir Sorbus. Hier haben wir Betellus. Na, der liebe Betellus. Wen haben wir hier? Das ist der liebe Ulmus. Sieht auch aus ein bisschen wie ein Ulmus. Da haben wir Paiennus. Er bleibt auf Tantopia zurück und braut Elixiere aus Früchten des Waldes. Sein Hauselixier entsteht aus Planta Granda-Samen und regeneriert magische Energie, aber auch Lebensenergie. Ginsterkraut und Hasselbusch husch. Genau, das war sein Spruch. Seltus. Ja, genau, das ist auch gleich. Genau, und hier haben wir noch Fodo, Herkunft der Wald der Kokiris, Charakter recht frech. Der Weise vom Volke der Kokiri, der seine Gebete im Sephir-Tempel darbrachte und so dem Masterschwert die Stärke gab, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Genau, da gibt es eine Theorie, dass das Link hätte sein sollen, also die neue Wiedergeburt von Link, wenn man Hyrule nicht geflutet hätte. Brupp. Dekobaum, Herkunft Tantopia, Terrahüter und Schutzgott von Tantopia. Er lebt schon viele, viele Jahre und sein Wissensfundus ist daher beträchtlich. Allerdings dringen seine Wurzeln tief und er kann sich nicht bewegen, was ihn oft übergriffen von Parasiten anheimfallen lässt. Brupp. Makaros, Herkunft Tantopia, Charakter allzeit hilfsbereit. Er spielt bei den Konzerten, die anlässlich der Zeremonie der Crocs alljährlich aufgeführt werden. Sein Instrument mag ein wenig an ein Cello erinnern, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine Violine. Und somit... Homas. Ah. Hals. Aber ich lese noch einen. Und zwar... Lesen wir nochmal. Zum Schluss auch hier, auch wenn wir es in der letzten Folge gelesen haben, lesen wir hier nochmal zum Schluss. Die letzte Statue. Weil ich die auch fürs Thumbnail brauche, irgendwie so. So irgendwie, weiß ich noch nicht, sehe ich ja dann. Link und der rote Leuenkönig, Herkunft Präludien, Besonderheit Linkshänder. Der Taktstock des Windes schwingen befährt er zusammen mit einem geheimnisvollen Boot, dessen wahre Identität der König von Hyrule ist, das große weite Meer, und geht als der Held des Windes in die Geschichte ein. Überraschenderweise zeigt er auch größte Begeisterung für das Sammeln von Figuren und komplettierte tatsächlich die Ausstellung. Er ist nun der neue Besitzer der Minitendo-Galerie. Und somit... Homas gelesen. Und das ist für mich
sind das die 100% von der Legend of Zelda The Wind Waker. Das zählt für mich. Das sind für mich die 100%. Halt die Klappe. Ich weiß nicht, ob irgendwas, ne? Mach alle Kisten auf. Mach das. Nee. Das sind die 100% für mich. Ich habe auch das durchgelesen. Das war die erste Bonusfolge. Es gibt tatsächlich noch eine Bonusfolge, aber in der zweiten Bonusfolge werden wir uns tatsächlich nicht mehr hier sehen. Das war's mit The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der zweiten Bonusfolge. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ich jetzt was trinken und tschüss. Ciao.